Hallo und willkommen beim Age of Empires Fan Preview. Ich bin Zach Robinson, aber ihr kennt mich als Zero Empires. Ich begrüße euch hier im Dorfzentrum, zusammen mit Barbarossa. Wir sind alle sehr aufgeregt. Und obwohl wir uns momentan nicht treffen dürfen, freuen wir uns, dass ihr da seid, wenn auch nur virtuell. Wir freuen uns besonders, euch endlich alle Neuigkeiten zu Age of Empires präsentieren zu können. Heute feiern wir Age of Empires und zeigen euch viel Neues. Ihr bekommt exklusive erste Einblicke in Age of Empires 4, darunter eine neue Kampagne, brandneue Zivilisationen, Updates zu den Age of Empires Definitive Editions und natürlich jede Menge Gameplay. Besucht anschließend das Virtual Village auf ageofempires.com. Dort findet ihr noch mehr Informationen über Age of Empires 4 sowie Downloads und exklusive Spielinhalte. Alle, die an dieser Spielreihe mitgewirkt haben, waren über Jahre hinweg mit Herzblut an der Arbeit. Und wenn man an etwas so Großartigem beteiligt ist, ist es manchmal schwer, niemandem etwas darüber zu verraten. Aber das ist jetzt vorbei. Wir wissen, wie gespannt ihr seid und lassen euch jetzt nicht länger warten. Wir haben ja noch eine Menge vor uns. Beginnen wir mit einem ersten Blick auf eine der neuen Zivilisationen in Age of Empires 4. Wir haben mit Elefanten losgelegt, aber jetzt wird's richtig groß. Hier kommt die Enthüllung einer der vier neuen Kampagnen in Age of Empires 4. Geschichte ist der hart umkämpfte Weg von Bestrebungen bis hin zum Sieg. Sie macht Krieger zu Königen und läutet den Aufstieg von Imperien ein. Wir schreiben das Jahr 1066. Harald, König der Angelsachsen, herrscht über England. Doch ein Widersacher erhebt Anspruch auf seine Krone: Herzog Wilhelm der Normandie. Während Harald den Angriff der Wikinger im Norden abwehrt, überquert Wilhelm den Ärmelkanal, um den Thron zu erobern. Die beiden Rivalen stehen sich schließlich in der Schlacht bei Hastings gegenüber. Doch eine Schlacht entscheidet noch keinen Krieg. Und einmal erlangte Macht kann leicht wieder verloren werden. Im Norden rebellieren die Bauern gegen einen König, den sie nicht anerkennen. Barone des Nordens verbünden sich mit den Wikingern und erobern die Stadt York. Wilhelm muss rasch handeln, um seine Herrschaft zu sichern. Seine Nachkommen kämpfen noch über Jahrzehnte hinweg um die Krone. In einem blutigen Krieg auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Die Normandie wird belagert. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Die Thronanwärter ringen um die Kontrolle über England und Frankreich. Die normannische Eroberung Englands hallt seit jeher durch die Zeitalter. Und dies ist nur eine der Geschichten im Age
of Empires. Das ist eine der vier historischen Kampagnen, die euch in Age of Empires 4 erwarten. Ihr seht heute Magie auf dem Bildschirm. Aber man sieht nicht oft die harte Arbeit, die ein Spiel zum Leben erweckt. Werfen wir also einen Blick hinter die Kulissen bei Relic, um die Leute hinter Age of Empires 4 kennenzulernen. Let's go! Wir sind Relic Entertainment aus Kanada und spezialisiert auf Echtzeitstrategiespiele. Relic ist eine der letzten Bastionen für Fans von Echtzeitstrategiespielen. Es ist toll, von Leuten umgeben zu sein, die zum Teil seit über 10 Jahren RTS-Games entwickeln und selbst spielen. Relic ist ein Ort der Leidenschaft, Kollaboration und Kreativität. Wir arbeiten hier alle sehr eng zusammen, um die besten Spiele zu entwickeln. Das Team bei Relic besteht aus den Mitarbeitern aller Fachrichtungen. Das umfasst auch die Support-Partner-Teams, die Buchhaltung, IT und die Personalabteilung. Alle fühlen sich als Teil eines Teams. Wir haben beschlossen, von zu Hause aus zu arbeiten, obwohl klar war, dass das hart wird. Aber natürlich stehen auch für uns Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle. Die Arbeit während der Pandemie war eine Herausforderung. Aber das Team hat sich großartig damit arrangiert. Ich bin aufgeregt und kann es kaum erwarten, das Spiel an die Fans zu übergeben. Die Veröffentlichung ist für uns erst der Anfang. Unsere beste Arbeit entsteht aus der engen Verbindung zu den Fans, die Age of Empires seit über 20 Jahren treu sind. Man kann kein Spiel wie Age of Empires 4 entwickeln, ohne die Gamer einzubinden, die genauso leidenschaftlich daran interessiert sind wie man selbst. Also gründeten wir den Community Council und ließen die Fans das Spiel während der Entwicklung testen. So erhielten wir wertvolles Feedback, das dabei half, das Spiel in seiner jetzigen Form zu gestalten. Dank dieser Informationen verstehen wir besser, was unsere Spieler erwarten. Letztendlich sind es die Gamer, die entscheiden, ob unser Spiel Spaß macht. Ob es etwas ist, das sie gerne spielen. Wir entwickeln das Spiel nicht für uns selbst, sondern für die Community. Es gibt viele Neuerungen im Age of Empires 4. Den Kampagnenliebhabern präsentieren wir die Kampagnen in einer neuen, interessanten Form. Es ist eine Art moderner Doku-Stil, der es ermöglicht, Geschichte und Gameplay zu verbinden. Für Leute, die lieber kompetitiv im Multiplayer spielen, gibt es einige sehr verschiedene Zivilisationen, die es in dieser Reihe so noch nie gab. Alle Völker spielen sich sehr unterschiedlich. Wir wollen auf die Wünsche der Spieler eingehen und sicherstellen, dass wir die Inhalte liefern, die unsere sehr vielfältige Zielgruppe haben möchte. Sie soll nicht nur einer bestimmten Gruppe von Spielern gefallen. Wir haben eng mit Historikern und Experten zusammengearbeitet, um das Wesen der historischen Ereignisse richtig zu erfassen und darzustellen. Das Team für Kampagnendesign betreibt seine eigenen Recherchen und entwickelt gemeinsam mit dem Story-Team die Missionen. Dann baut das künstlerische Team all diese großartigen, historisch akkuraten Sets für uns. Das ist sehr aufwendig. Jede Einheit, jedes Gebäude, jedes Geräusch und jedes Wort in diesem Spiel ist historisch fundiert. Es ist uns gelungen, das Wesen der Originalspiele einzufangen und es in einen modernen Kontext zu übertragen. Die Spieler können klassische Elemente wiedererkennen und so gleich loslegen. Das bietet ihnen eine gute Basis, neben den Dingen, die sie kennen und lieben, auch die Neuerungen zu erkunden. Das ist unser bisher größtes Spiel und bald könnt ihr es spielen. Vielen Dank an Relic dafür, dass sie den Geist von Age of Empires am Leben erhalten und der Reihe noch mehr großartige Inhalte hinzufügen. Jetzt gibt es mehr Gameplay. Mit einer neuen Version der chinesischen Zivilisation in Age of Empires 4.
Denkt euch besser schon mal eine Strategie aus. In Age of Empires kann man Geschichte erleben und sie umschreiben. Es macht Spaß, auch zu den Klassikern zurückzukehren, die als Definitive Edition sowohl langjährige als auch neue Spieler begeistern. Jetzt gibt es Neues dazu. Seit mehr als 2 Jahrzehnten bauen wir gemeinsam Dörfer zu riesigen Königreichen aus, in einer der beliebtesten Echtzeit-Strategiespielreihen aller Zeiten. Age of Empires. Wir sind stolz darauf, Teil der Gaming-Geschichte zu sein. Während der letzten 3 Jahre haben wir neue Spieler dazu ermuntert, zu Speeren, Schwertern und Musketen zu greifen, mit den Definitive Editions von Age of Empires 1, 2 und 3. Wir haben auf euch, die Community, gehört. Und dank eurer Ideen konnten wir die besten Versionen von Age of Empires erschaffen. Heute kündigen wir stolz weitere Updates für die Definitive Collection an. Noch diesen Sommer präsentieren wir euch unsere 2. Erweiterung, Dawn of the Dukes. Sie führt euch in der Age of Empires 2 Definitive Edition nach Osteuropa. Es gibt neue Kampagnen und vieles mehr. Und noch dieses Jahr bekommt die Age of Empires 2 Definitive Edition einen Koop-Modus. Wir haben bestimmte Kampagnenmissionen und historische Schlachten ausgewählt, in denen ihr gemeinsam mit Freunden zum Sieg streben könnt. Mehr Details zu den beiden Updates folgen in den kommenden Monaten. Es gibt auch Neuigkeiten zur Definitive Edition von Age of Empires 3. Am Dienstag, dem 13. April, erscheint das erste große Update, die Zivilisation der USA. Sie beinhaltet einen einzigartigen neuen Helden, eine neue Heimatstadt, 9 neue Einheiten, eine völlig neue Zeitaltermechanik und vieles mehr. Die Zivilisation der USA ist nach Abschluss einer neuen 50-Staaten-Herausforderung für begrenzte Zeit gratis erhältlich. Ihr könnt sie auch direkt bei Steam oder im Windows Store kaufen. Später in diesem Jahr wird es auch afrikanische Zivilisationen geben, denn wir arbeiten an einer ganz neuen Erweiterung. Dazu gibt es bald mehr Infos, also bleibt dran. Wir verbessern und erweitern stetig das Erbe von Age of Empires, das vor über 20 Jahren begann. Holt euch noch heute die Definitive Collection mit dem Xbox Game Pass im Windows Store oder bei Steam. Die Age of Empires Community ist vielfältig und lebendig. Und ich bin stolz, ein Teil von ihr zu sein. Das letzte Jahr war hart, aber Age of Empires hat uns zusammengebracht, auch in Zeiten der Kontaktsperre. Ob ihr nun Spieler, Entwickler oder Fan seid, ich danke euch dafür, dass ihr die Community bereichert. Sehen wir uns unsere Community einmal an. Wir feiern alle Aspekte von Age of Empires. 1997 kam das erste Age of Empires weltweit auf die PCs. Man konnte von der Steinzeit bis zur Eisenzeit aufsteigen. Mein erstes Computerspiel in den späten 90ern war Age of Empires. Ich habe durch das Spiel viele neue Freunde kennengelernt. Age of Empires hat mein Leben verändert. Du genießt einfach dieses Gefühl von Kultur und Geschichte. Noch heute steigen Spieler in allen Titeln der Reihe vom Bauern zum Beherrscher eines Weltreichs auf. Das verdanken wir nur der Leidenschaft und Unterstützung der Gamer. Is it Age of Empires? Unsere Community ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg der Age-Reihe. Hättet ihr uns nicht unterstützt, wären die Spiele nicht das, was sie heute sind. Mal schauen, ob er sich in den Ecken versteckt. Boom, 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 boom. Hello, everybody. You were here with us. Ihr wart da, als wir mit Age 2 HD und den Definitive Editions eine Wiedergeburt gewagt haben. Wir machen Definitive Editions beider Titel. So viele Haare hatte ich seit 15 Jahren nicht mehr. Es war toll, wie wir gemeinsam mit jedem Titel gewachsen sind. Und wir sind gespannt, was ihr in Age of Empires 4 einbringt. In Age of Empires kannst du als beliebige Kultur der Welt spielen. Also kein Wunder, dass auch unsere Community bunt gemischt ist. Ich bin Patricio aus Argentinien, Belgrad, Serbien, Dimitri aus Russland. Ich bin Örjan aus Norwegen. Sie kommt aus der ganzen Welt und allen Altersgruppen.
Ich konnte noch nicht mal lesen, aber habe schon Age of Empires gespielt. Es war irre. Wir sind sehr stolz auf unsere tolle Community. Alles, was ich über Age weiß, habe ich aus Chats mit anderen Spielern gelernt. Ihr habt dabei geholfen, Age zum E-Sport zu machen. Seid ihr bereit? Wir kämpfen bis zum Tod. Ich wollte deine Strategie hören, aber das klingt gut. Es wird heftig, da kommen Militäreinheiten. Wer hat mehr Kavallerie? Es wird knapp, er verliert schnell Einheiten. Ihr habt uns die unvergesslichsten Momente in der Geschichte von Age of Empires beschert. Was für ein Sieg für Daud hier beim Red Bull Wallolo 3. Game over. Die Liebe zu Age of Empires inspiriert unser Entwicklerteam immer wieder aufs Neue. Es durchforstet weiter fleißig historische Texte nach Ideen, um neue Gaming-Erlebnisse für euch zu schaffen. Unser Community-Team stellt sicher, dass Spieler aller Stufen Gehör finden und mitmachen können. Wir wollen diese Liebe noch viele Jahre lang am Leben erhalten. Ihr habt von Anfang an gekämpft und Kriege geführt, um in die Geschichte einzugehen. Danke, dass ihr Teil der globalen Gemeinschaft seid, die Age of Empires ausmacht. Jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Deshalb seid ihr hier. Ihr seht gleich ausführliches Gameplay aus Age of Empires 4. Es sind In-Engine-Aufnahmen und sie sehen einfach atemberaubend aus. Das Warten ist endlich vorbei. Viel Spaß!
Incredible. Unglaublich, wie alles zusammenkommt. Diese riesigen Armeen, die am Ende kämpfen. Die indischen Kriegselefanten. Wie die Mongolen ihr Dorf abbrechen. Die chinesischen Feuerpfeilraketen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es kaum erwarten, schon bald Age of Empires 4 zu spielen. Age of Empires 4 wird weltweit auf Windows 10, dem Xbox Game Pass für PC und Steam verfügbar sein. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, keine Sorge. Es kommt auch eine geschlossene Beta. Geht auf ageofempires.com und werdet zum Age Insider. So könnt ihr vielleicht mit dabei sein. Während der nächsten Woche gibt es dort auch ein Virtual Village mit mehr Infos zu Age 4, Downloads, exklusiven Inhalten und tieferen Einblicken in einige der neuen Zivilisationen, die ihr heute gesehen habt. Außerdem verlosen wir gemeinsam mit Alienware einen flüssigkeitsgekühlten Aurora R11 PC im Age of Empires Design an einen glücklichen Age Insider. Das Gewinnspiel ist nur für begrenzte Zeit in bestimmten Regionen verfügbar. Also geht auf ageofempires.com, um mehr zu erfahren und teilzunehmen. Was für eine Show! Aber wir sind noch nicht durch. Hier kommt nochmal eine Zusammenfassung. Ich danke euch allen fürs Dabeisein, besonders unseren kleinen Freunden hier im Dorfzentrum. Danke auch an die Teams bei Relic und World's Edge für ihre harte Arbeit am nächsten Teil der bahnbrechenden Age of Empires-Reihe. Gleich sagen wir Tschüss, aber vorher bekommt ihr noch eine kleine Kostprobe von Age of Empires 4.